Ja, schönen guten Abend. Der zweite Test am gleichen Tag mit meinem neuen Wassertester. Diesmal links Quellwasser aus Alosen im Eggerital, Kanton Zug der Schweiz, und rechts das Leitungswasser, das örtliche, aus Moorgarten. Als erstes messe ich mal den pH-Wert. Das Quellwasser hat 7,4. Das Leitungswasser 7,0. 7,4 pH, 7,0 pH. Also ist es basischer als, ist das Quellwasser basischer als das Leitungswasser. So, nun verwende ich den Wassertester, den ich aus dem Internet bestellt habe. Nur ein Stromgerät, das zwei Schaltkreise hat, zwei identische Schaltkreise mit zwei Elektroden. Die eine ist eine Stahlelektrode, das andere eine Aluminiumelektrode, wie ich also im vorigen Film auch ausgeführt habe. Und es wird eben parallel immer zwei Wasserproben gleichzeitig gemessen. Oder nicht gemessen, sondern zersetzt im Grunde. Bekannt ist die Elektrolyse, das ist H2O in Wasserstoff und Sauerstoff zersetzt. Das ist auch eben das Offensichtliche, was jetzt, wenn ich anschalte, sichtbar wird. Hier steigen also Bläschen auf. Bei beiden Wassern, weil beide eben auch mineralhaltig sind und damit das Wasser leitfähig ist. Ja, und jetzt warten wir das ein paar Minuten ab und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich sehe jetzt in beiden Gläsern die erste Gelbfärbung. Rechts schäumt es stärker. Was daher kommt, offensichtlich, dass die Leitfähigkeit des Wassers höher ist und dadurch mehr Strom fließen kann und dadurch mehr Wasserstoff und Sauerstoff entsteht. Was immer diese Leitfähigkeit beeinflusst, das können ja alle möglichen Stoffe sein, nicht unbedingt gesunde Stoffe. So, in beiden ist eine deutliche Gelbfärbung zu sehen. Bisher noch kein nennenswerter Unterschied. Rechts schäumt es. Langsam heiß. Hier links ist immer noch eiskalt und rechts schon geht es in Richtung kochend. Rechts beim Leitungswasser setzt sich oben schon deutlich Stoffe ab, die oben aufschwimmen.
gelbe, braune Brühe entsteht da. Langsam kocht das Ganze. Ja, jetzt unterbreche ich das. Es wird mir zu heiß. Das Ganze. Ja, nach ein paar Minuten ein deutlicher Unterschied. Auch links gibt es gewisse Stoffe, die sich oben abgesetzt haben. Aber gelbfarben. Rechts deutlich mehr. Wobei ich denke, dass das nicht wirklich signifikant ist. Ja, doch, rechts sind also mehr Partikel in der Schwebe. Also über die reine gelbe Farbe hinaus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Über die reine gelbe Farbe hinaus sind hier noch Partikel, die sich jetzt etwa auf der Hälfte der Höhe befinden. Währenddessen hier bleibt es klar, sind keine Partikel sichtbar, bis auf wenige, die oben waren und jetzt wohl auch absinken. Also eher ein appetitliches Gelb, wie bei einem Weißwein oder so. Wir wissen hier, sind Schwaden die also nicht so appetitanregend sind. Wir haben einen Folienfilm wohl länger betrieben. Ich weiß jetzt nicht, woran das liegt, weil vielleicht hatte ich da die Gläser höher gefüllt. Ich kann ja jetzt auch noch mal weitermachen. Betreibe das noch mal weiter. Das nicht mit offenem Licht betreiben, weil dann könnte das explodieren. Das ist immerhin Knallgas, was da entsteht. Oh ja, jetzt wird das also richtig braun und unappetitlich auf der rechten Seite. Derweil das links also wirklich beim Gelben bleibt. Ich unterbreche das mal wieder. Ja, ich denke, wir können den Versuch hier abschließen. Zumindest mit dem Strom. Das wird mir dann doch zu heiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die Elektroden verfärben sich. Und zwar sind das die Stahlelektroden, die Aluminiumelektroden. Bleiben weitgehend blank. Aber die Stahl- bzw. Eisenelektroden nehmen eine dunkle Farbe an. So, was wir jetzt hier sehen, nach wie vor links, ich gebe das mal dichter ran, durchaus kräftige gelbe Farbe. Insbesondere an der Oberfläche gibt es durchaus Partikel, die an der Oberfläche schwimmen. Aber richtig schlimm beim Leitungswasser. Schwaden, die sich jetzt nach unten absetzen.
Partikel, die wohl unzersetzt, der Strom zersetzt ja verschiedene Moleküle in seine Teile. Also ohne Strom, so wie es aus der Leitung kommt, ist das in Lösung, in klarer Lösung, unsichtbar. Und jetzt durch den Strom wird das zersetzt in widerliche Flocken, die jetzt auch ausflocken. Keine Ahnung, ich habe hier jetzt kein Chemielabor zur Verfügung, um das analysieren zu können, was das ist. Das müsste mal ein Chemiker weiterverfolgen und dem auf den Grund gehen. Man sagt ja, dass mittlerweile in unserem Trinkwasser das Mikroplastik angekommen ist. Also das viele Plastik, was wir in die Umwelt bringen, was immer weiter sich zwar zersetzt, aber im mikroskopischen oder Nanomaßstab weiterhin vorhanden ist und sich im Wasser in der Schwebe hält. Vielleicht also im normalen Trinkwasser kaum sichtbar ist. Und jetzt durch diesen Zersetzungsprozess sichtbar wird. Jetzt haben wir also unten richtig so eine schöne Neige. Und ich käme aber nicht mal auf die Idee, den oberen Teil auszutrinken. Das Ganze hat mir also den Appetit versaut. Auf unser Trinkwasser, und das soll hervorragende Qualität haben. Wir hatten ja kürzlich in der Schweiz eine Trinkwasserinitiative, die also über 100.000 Unterschriften gesammelt haben, um ihr Anliegen vors Volk zu bringen, dass eben auch Pestizide nicht mehr im Trinkwasser auftauchen. Das ist kurzerhand vom Bundesrat abgelehnt worden, zurückgewiesen, gesagt, das wollen wir nicht. Reines Trinkwasser war die Parole. Der Bundesrat empfiehlt, gegen reines Trinkwasser zu stimmen, und so hat es angeblich das Stimmvolk ja dann auch entschieden. Die Auszählung ergab, dass die Mehrheit gegen reines Trinkwasser ist. Inzwischen stellen einige schlaue Denker auch in Frage, ob unsere Stimmauszählung denn mit rechten Dingen zugeht. Ne, würde sich ein Volk mit Corona-Maßnahmen versklaven lassen weiter? Scheinbar haben sie dafür gestimmt, für das Covid-Gesetz. Das kam mir auch vor, das Volk. So, also rechts das Trinkwasser abgesetzt und eine braune Suppe. Währenddessen das Quellwasser hat oben einen orangen Rand, der jetzt durch die Bewegung anfängt. Nee, will nicht nach unten, bleibt oben. Ich zeige das nochmal. Bin gespannt, ob man das im Video sehen kann. Ja, wie gesagt, das Video ist ungeschnitten. Verfälscht. Das Gerät habe ich heute gekauft, beziehungsweise früher gekauft und heute geliefert bekommen und gleich mal ausprobiert. Das ist jetzt der vierte Versuch. Ich werde also höchstwahrscheinlich künftig eine Mischung trinken aus Quellwasser und destilliertem Wasser. Destilliertes Wasser alleine war noch sauberer als hier, aber hat natürlich keinerlei Mineralien und ist daher auch nicht so gesund auf die Dauer. Weil wir brauchen ja schon Calcium, Magnesium und andere Spurenelemente. Also die natürlichen Stoffe, wie in so einer Quelle, sollten durchaus dabei sein. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und erzählt es weiter. Gebt mir ein Like auf das Video, wenn es euch gefallen hat. Auf Wiederschauen.